Egalmutter. Das ist die, bei der ihr machen könnt, was ihr wollt. Sie kommt nie zu Elternabenden, vergisst euch als Kind im Kindergarten. Hier für euch die Alles-Egal-Mutter. Mama? Ja, mein lieber Sohnemann? Kann ich noch mit Thilo und Lena draußen spielen? Natürlich. Bringst du mir noch eine Schachtel Kippen mit? Die kriege ich noch nicht. Ich bin 12. Tatsächlich? Ich dachte, du wärst schon viel älter. Damn! Du hast mich rausgepresst. Du solltest wissen, wann ich Geburtstag habe. Ja gut, willst du jetzt mal raus? Mama ist gerade am Tindern. Wieso darf ich noch raus? Es ist fast Mitternacht. Wir wohnen in der schlimmsten Gegend der Stadt. Jonathan, was willst du jetzt von mir? Willst du raus oder nicht? Weil ich will jetzt Tindern. Ich will einfach, dass es dir wichtig ist, dass ich den Tag überlebe. Ich könnte draußen entführt werden oder sonst was. Wer will dich denn schon entführen? Wie bitte? Nichts, nichts. Du bist echt eine Rabenmutter. Kannst du mich wenigstens stillen? Wenn's sein muss. Ich hab dich lieb, Mutti. Die coole Mom, jeder kennt sie. Eure Freunde hängen lieber mit ihr ab als mit euch. Sie möchte unbedingt auf Partys dabei sein, auch gerne MILF genannt. Schaut rein, hier für euch die coole Mom. Mom. Ja, mein Schnuffelpuff. In der Schule finden alle dich am coolsten. Alle finden dich so cool, sogar die Mädels finden dich am coolsten. Zumindest bei den Mädels wäre es mir lieber, wenn sie mich cool finden. So cool bin ich doch gar nicht. Da, du bist schon wieder voll cool. Weil ich in meinem Auto sitze? Egal, was du machst, du siehst bei allem cool aus. Du könntest wahrscheinlich auf die Straße kacken und sähe noch cool aus. Mann, du kannst doch hier nicht auf die Straße kacken, hier sind überall... Wie cool sie dabei aussieht. Die überfürsorgliche Mom, die nervigste aller Moms, die den ganzen Tag nur an euch rumzupft und am liebsten mit euch zusammenwohnen würde, bis ihr tot seid. Checkt sie ab, die überfürsorgliche Mom. Hast du dein Pausenbrot mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen, Mom. Hast du auch genug Wasser getrunken? Du weißt ganz genau, wie schnell der Körper dehydrieren kann bei diesen Temperaturen. Ich habe 2 Liter Wasser auf Ex getrunken. Ich bin gut. Okay, passt bitte auf dich auf und vergiss nicht. Mädchen können richtig fies sein. Ja, nicht, dass du mir wieder so eine nach Hause bringst wie deine Ex-Freundin, die dir 1000 Messer in den Rücken rammt, während du um sie kämpfst. Solche unloyalen Menschen brauche ich nicht in meinem Leben. Ich weiß, Mutti. Okay, ich bin so stolz auf dich. Aus dir wird mal ein richtig guter Mann. Mom, schau mal, ich bin 47. Ich denke, ich bin schon sowas wie ein Mann, wo ich gleich zu einem bestimmten Thema komme. Du weißt, ich liebe dich, Mutti, aber ich denke, ich möchte jetzt langsam mal ausziehen. Du Kleiner, wird's bald auf zur Arbeit. Ja, aber Mom, ich wollte eigentlich, dass wir... Auf, du kommst zu spät. Oh, nicht mal baden, tschüss. Die Zocker-Mom. Du zockst gerne die Zocker-Mom. Zock 10-mal lieber. Sie zockt Warzone, League of Legends, World of Warcraft, Last of Us, GTA. Sie spielt morgens, mittags, abends, nachts. Sie spielt an deiner Konsole, an der Konsole von deinem Bruder, an der Konsole von deiner Schwester. Hat deine Schwester eine Konsole? Wenn nicht, dann kauf ihr eine. Hier ist die Zocker-Mom. Die Zone, die Zone! Lauft um euer Leben! Links ist ein Squad! Einer ist down. Noch einer ist down. Nein, Pascal, du bevorzugst, warum gibst du mir keine Rückendeckung? Mom. Was? Kann ich auch noch mal spielen? Kann ich auch noch mal spielen? Was hast du für behinderte Freunde? In den letzten 5 Runden nicht ein Sieg. Wir spielen halt noch nicht so lange Warzone. Ach, ihr seid erbärmlich. Guck mal, Patrick hat nicht mal 4 Kills. Patrick, du bist... Guck mal, das ist mein Zimmer, meine Playstation und das sind verdammt noch mal meine Freunde. Du hast so eine schlechte KD. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich ein paar Runden für dich zocke, okay? Mom, ich will, dass du jetzt aus meinem Zimmer verschwindest.
Das ist mein Haus und damit auch mein Zimmer. Ich hasse dich. Ja. Und ich hasse es, dass du so scheiße Warzone spielst. Die aufklärende Mom, mit wem möchtest du gar nicht über so ein Thema reden? Mit deiner Mom, aber sie möchte dich aufklären. Das ist natürlich lieb gemeint, aber mega unangenehm. Warum machst du das? Ich habe Biologie in der Schule, ich habe mir Filmchen im Internet angeguckt. Hier ist die aufklärende Mom. Was muss das denn sein? Also, du musst dich schützen, denn du möchtest ja nicht, dass mir der Pipi abfällt. Nein, möchte ich nicht. Hast du denn schon Erfahrungen gesammelt? Ich möchte mit dir über sowas nicht reden. Ja, hoffentlich kommst du da nicht nach deinem Papa. Der hat nämlich immer geweint dabei. Oh, Mom! Ja, ich habe ihn doch trotzdem geheiratet. Ich möchte dieses Gespräch jetzt gerne beenden. Weißt du, was ein Diaphragma ist? Ist das ein Videospiel? Kann man da Aliens töten? Nein, aber Samen. Oh, Mom! Ich bin raus! Die Entdecker-Mom. Die Entdecker-Mom ist eins mit der Natur, mit Bäumen, mit Büschen, mit Tieren. Ich meine jetzt nicht auf eine komische Art mit Tieren. Sie möchte ihrem Sohn die Welt zeigen. Hier ist die Entdecker-Mom. Was ist das? Das riecht wie Haribo. Na, Raupenkacke. Alter, dein Ernst, Mom? Jetzt habe ich Raupenscheiße im Mund. Hoffentlich war es keine Gerstenraupe. Wieso? Bist du nämlich in 18 Sekunden tot? Was? Soll ich das Gift auskotzen? Nein, das war ein Scherz. Ich sterbe nicht? Nein, du stirbst nicht. Es ist nicht giftig. Du kriegst so ganz schreckliche Blähungen davon. Ganz schrecklich? Das war das Video. Ganz kurz, wenn ihr Ideen habt für ein 7-Arten-Video, dann schreibt es jetzt unten rein. Was noch wichtiger ist, ihr müsst jetzt Niemka folgen. Danke, dass du dabei warst, Niemka. Es macht immer fantastisch Spaß, mit dir zu drehen. Das ist wirklich, mit Niemka ist es wirklich fast am angenehmsten, weil du so entspannt und cool bist. Oh. Niemka, spielst du Videospiele? Gar nicht, das war mein erstes Mal. Grüß dich! Nee, folgt dir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Peace! Und Action. Und Action. Warum muss ich denn jetzt lachen? Das macht gar keinen Sinn. Ich will, dass es dir wichtig ist, ob ich den Tag überlebe oder nicht. Ich kann draußen entführt werden. Du bist echt eine Rabenmutter. Ich finde gerade alles lustig. Ich sterbe nicht? Nein, du stirbst nicht. Ist es nicht giftig? Nein, du kriegst so ganz schreck. Nein, warum? Hast du auch genug Wasser getrunken? Du weißt, bei diesem... Sie spielt an eurer Konsole. Sie spielt an der Konsole Cola. Ich kann kaum noch Deutsch reden. Hier ist für euch die verdammte Zocker-Mom. Die Zocker-Mom. Du zockst gerne, deine Zocker-Mom zockt noch 10-mal lieber. Sie spielt Warzone, League of Legends, Last of Us, GTA. Sie klaut mehr Autos bei GTA als ein Pole. Okay, nochmal. Die Zocker-Mom. Die Zocker-Mom zockt 10-mal lieber als du. Du zockst gerne, sie zockt 4-mal lieber, aber lecker die Tontatie. Die Überfüll. Die Zone! Lauft um euer Leben! Links ist. Lauft um euer Leben! Links ist ein Squad! Nein.